Sogar Freistunden haben sie geopfert. Hat sich gelohnt. Erster Preis für den Kunstleistungskurs der Martin-Luther-Schule aus Rimbach. Heute im Haus am Dom in Frankfurt. Die nun preisgekrönte Antikriegskleidung der Zwölftklässler ist im Unterricht entstanden. Das hier war kein gewöhnliches Kunstprojekt in der Schule. Die Aufgabe: Was bedeutet Frieden? Herausgekommen sind sehr persönliche Botschaften der 17- und 18-Jährigen zu Krieg, Gewalt, Rassismus, Vergewaltigung. Oft wird ja für den Frieden, im Namen des Friedens wird Krieg gemacht, was ja eigentlich vollkommen keinen Sinn in meinen Augen macht. Generell auch Rassismus oder Gewalt spielen sowieso eine alltägliche Rolle in meinem Leben, weil ich ja auch selbst davon betroffen bin, weil ich ja schwarz bin. Deshalb habe ich mir dementsprechend nicht erst jetzt Gedanken darüber gemacht. Aber das nochmal so aufzugreifen und kompakt zusammenzufassen, das hat mir dann der Wettbewerb dadurch gebracht. Grafikdesign stand sowieso auf dem Stundenplan. Von der Idee bis zum Siebdruck hat es 5 Wochen gedauert, inklusive freiwilliger Überstunden nach der Schule. Alle haben ihren persönlichen Zugang gefunden. Und am Ende gab es auch Noten dafür. Es ist tatsächlich so, dass man oft merkt, wenn es ein Thema ist, welches die Schülerinnen oder Schüler persönlich berührt, dass die Arbeiten dann besser werden. Und ich finde, das kann sich dann auch in der guten Schulnote äußern. Dieses Kleid soll für die Weiblichkeit stehen und auf Vergewaltigungen aufmerksam machen. Auch das ein Kriegsthema. Man ermordet sich und Ähnliches im Krieg. Und dass man dann auch noch Frauen oder Kinder oder auch Männer demütigt durch eben Vergewaltigungen und sie dermaßen ja innerlich auch zerstört und zerrüttelt. Das empfinde ich einfach als eine sehr große Ungerechtigkeit. Den Preis für hessische Schülerinnen und Schüler vergeben Friedensinitiativen, Gewerkschaften und Kirchen. Laudatorin ist Margot Käßmann. Ich finde den Bertha-von-Suttner-Preis ganz großartig, weil junge Leute, die sich für den Frieden engagieren und kreativ sind, ausgezeichnet werden. Ihr Gewinn? Eine friedenspolitische Studienfahrt. Das Ziel dürfen sich die Schülerinnen und Schüler selbst aussuchen.